Nee, nee, nee. Ich will nicht schreien, ich will nicht laut werden. Aber wisst ihr, wozu ein Ego noch gut ist? Genau, ein Ego übernimmt immer dann die Kontrolle, wenn das eigene Leben bedroht ist. Durch was auch immer. Ja? Vor tausenden von Jahren waren es wilde Tiger und generell, ja. Wilde Tiere, die dir ans Kragen wollten, weil sie einfach deinen Körper fressen wollten, um zu überleben. Das Ego auf psychischer Ebene alle Hebel übernommen, weil es einfach besser und klüger und intelligenter entscheiden kann. Weil es einfach zu diesem Planeten gehört. Du bist nur die göttliche Essenz. Du gehörst nicht wirklich zu diesem Planeten hier, zu diesem Körper. Du kommst nämlich aus dessen Seele. Kommst du gereist, ja, und nimmst Platz in diesem Körper? Du würdest doch erst zweifeln, was du machen müsstest, wenn da ein wildes Tier 10 Meter vor dir steht. Du weißt zwar, dass es nur mit einem Satz springen braucht, um an deine Kehle zu kommen, aber trotzdem, du weißt nicht, was du machen sollst. Du kannst dich nicht entscheiden. Ja, und deswegen schaltet sich früher oder später das Ego mit zu. Auch wenn du dachtest, du hättest es schon verjagt oder abgestellt oder abgelegt oder in Ketten gelegt, ja. Wo es um Erlaubnis fragen muss, ob es mal darf. Ja, irgendwann kommt eine Situation, da wird das Ego, ohne dich zu fragen, übernehmen. Es wird dich übernehmen. Die Handlung deines Körpers, die Bewegungen, die Lautstärke deiner Stimme. Dein Hörvermögen, dein Sehvermögen, dein Riechvermögen, alles wird es übernehmen für den Moment, wo es nötig ist. Ja, wenn du zum Beispiel aus irgendeiner Situation, ja, die dauert schon Wochen an, die dauert schon, ja, 2 Monate an und du kommst da selbst nicht raus. Keine Ahnung warum, vielleicht suhlst du dich ja auch in dieser Situation, weil du sie toll findest. Oder du wartest auf irgendwelche anderen Menschen, ja, die ihr Unwesen um dich herum treiben, ja, dich sogar als Spielball benutzen. Ja. Das guckt sich dein Ego auch nicht ewig lange mit an. Irgendwann macht das Nägel mit Köpfen, dann übernimmt dein Ego. Alles, was du machst, alles, was du bist, alles, was du denkst, alles, was du bewegst, übernimmt dein Ego, um einfach dich aus dieser Situation heraus zu bugsieren, dass du wieder leben kannst, damit dein Herz wieder normal geht. Ja? Wisst ihr, was Liebeskummer ist? Das ist das Gleiche, wie ich eben erzählt habe, bloß andersrum. Naja, was soll ich sagen, andersrum? Also, man hat ja da so komische Gefühle und Kloß im Hals und manchen wird sogar schlecht davon und ja, sie müssen nur noch an den einen denken und ja, es ist genau, also es ist auch eine Situation und ihr wisst daher nicht, was ihr machen sollt, weil ihr einfach vom Urwissen abgeschnitten seid. Ja, und anstatt da dem Ego die Regie zu übergeben, müsst ihr erstmal so richtig lange leiden. Weil manche haben ja wirklich Wochen und Monate lang Liebeskummer. Ja. Und obwohl man bei diesem Liebeskummer je tue und je habe, ja, hat man immer so eine Stimme im Kopf, die immer sagt, los komm,
Steh auf, geh raus, geh unter der Leute, lern neue Menschen kennen und so. Und du sagst aber, nein, ich bleibe sitzen, ich will nichts anderes, ich will nur sie. Oder ich will nur ihn. Ja. Das seid ihr, eure hilflose Seele, ja, die einfach abgeschnitten wurde vom allumfassenden Universum. Ihr habt da, eure Seele hat da keine Verbindung hin. Und deswegen muss wohl oder übel, ja, das Ego die Kontrolle übernehmen über bestimmte Situationen. Weil die Leute und die Menschen um euch rum haben ja auch lauter Egos. Und damit kann die reine Seele gar nicht umgehen. Es geht nicht. Die reine Seele kann nicht mit einem Ego umgehen. Deswegen ist es auch bei Menschen, die jetzt sozusagen aufsteigen und so, ne, auch so ein innerer Konflikt. Ja, das Bewusstsein erhöht sich. Ob jetzt der Körper folgt oder nicht, sei mal dahingestellt, ist nämlich noch eine andere Geschichte, ne, die auch nicht jedem so geläufig ist. Aber wenn das halt passiert, ne, und der eine oder andere kriegt wirklich Verbindung, wirklich wieder Verbindung zu seiner Seele, ja, die ihm ja als Teenie oder so aberkannt wurde, rausgeprügelt, also durch die Gesellschaft und so, ne, also infolge von Medien, Schwachsinn und Internet und so, ne, und ja, also die Maschinerie hat euch ja die Verbindung gekappt, die man als Kind noch hat. Deswegen hat man als Kind so ein ausgeprägtes Ego, ja, weil es ständig Yin und Yang miteinander kämpfen, also sozusagen der Seelenkern immer ständig gegen dieses sich eigenständig entwickeln wollende, ja, ich. Ja, na jedenfalls, wenn man jetzt diese Verbindung wieder bekommt und so, dann fühlt sich das an wie früher, als man Kind war, ne? Ja, das Ego ist zwar schon prächtig entwickelt und so weiter und hat einen Haufen Erfahrung und ist, ja, man will es eigentlich gar nicht mehr missen, sonst würde man in dieser Welt gar nicht mehr klarkommen. Also legt man es irgendwie an eine Kette, ne? Dieses Ego. Weil das ein oder andere Mal könnte man es da wirklich noch gebrauchen. Die reine Seele schafft nicht das, was das Ego schafft. Ja. Stellt euch die Situation vor. Vor euch steht nur ein Mensch. Ja. Mit wirklich sehr ausgeprägtem Ego. Und der hat all die ganzen Prozesse gar nicht durchgemacht, die ihr durchgemacht habt. Er ist also noch so ein richtiger, wie soll ich jetzt mal sagen, Neandertaler. Und ihr steht dem gegenüber mit einem eurer reinen Seele, eurem reinen Herzen, eurer wiedererlangten Unschuld. Der haut einmal zu, dann seid ihr platt. Ja? Und ihr sterbt in Liebe. Keine Frage. Ihr sterbt in Liebe. Ihr werdet auch gleich zur Erdseele fahren und vereinigt. Und ja. Aber trotzdem, in dem Moment, wo ihr euch gegenübergestanden habt, macht der euch platt. Und ja, so sieht es auch ungefähr mit dem inneren Kampf aus. Ja. Die reine Seele kann nicht gewinnen. Es sei denn, genau. Es sei denn, ihr mobilisiert alle Kräfte, die ihr habt. Und die meisten vergessen, dass sie ja noch einen materiellen Körper haben. Und die meisten vergessen, wie wichtig der bisher war. Und die meisten vergessen, dass man den mitnehmen kann auf seinem Bewusstseinsaufstieg. Ja? Bewusstsein ist jetzt nur Energie, ne? Ist sozusagen schon in der fünften Dimension. Aber liebe Leute, versucht doch mal einfach euren materiellen Körper so weit zu verdichten, genau, dass der erstmal ein, zwei Dimensionen höher aufsteigt. Ja, dann ist es auch kein Problem mehr, in einer Sekunde von A nach B zu reisen. Und es ist völlig Schnuppe, wo A und wo B liegt. Da kann meinetwegen A auf der Erde liegen und B auf Jupiter. Es ist egal. Genauso lange dauert es, wenn ihr nur von Hamburg nach Berlin wollt. Ja? Oder
Von Houston bis zur Mondstation. Ist völlig Schnuppe. Mit so einem Körper würde das gehen. Und ihr wollt doch nicht ehrlich so lange warten, bis die das auf der technischen Ebene realisiert haben. Also à la Scotty, beam me up. Weil da passiert nämlich genau das Gleiche, nur auf technischer Ebene. Ja? Dass der materielle Körper hoch in die fünfte Dimension geschickt wird, also pure Energie, Information, und die kann ja ohne Verlust transportiert werden. Und das blitzschnell. Ach, noch schneller. Schnell wie Lichtgeschwindigkeit. Noch, nein, eigentlich geht es noch viel schneller. Ja? Ja, und die da Raumschiff Enterprise spielen, ja, müssten wir Menschen, wir normalo Menschen, das doch locker schaffen, das so hinzukriegen. Es funktioniert. Aber wie gesagt, da, um das zu schaffen, muss man erst mit seinem Ego ins Reine kommen. Aber ganz genau, aber ganz genau. Ja, in diesem Sinne, ne? Also, bis die Tage. Tschüss.